Herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht. Heute teste ich von Spitfire Audio die Library Olafur Arnolds Stratus. Spitfire Audio hat schon einige Libraries zusammen mit dem Komponisten Olafur Arnolds veröffentlicht und hier geht es wieder um sein Lieblingsinstrument, das Piano. Die Library braucht nur 14 GB und dabei haben wir den Host Contact Player. Du brauchst also nicht die Vollversion davon, sondern die kostenlose Version. Und wir steigen mal direkt ein. Wir sehen hier vier Patches mit der Matrix. Das sind die Piano-Sounds und dann haben wir vier Synth-Patches. Es gibt noch ein paar Patches mehr, aber darum kümmern wir uns später. Ja, hören wir doch erstmal rein. Was ist hier eigentlich aufgenommen worden? Olafur Arnolds hat sich zwei Klaviere in sein Studio gestellt und hat die gepennt. Eins links, eins rechts. Diese wurden mechanisch angesteuert. Er hat dafür ein eigenes System entwickelt und das auch in Komposition benutzt. Und einzelne Pattern jetzt mal auf das linke, mal auf das rechte gelegt. Und das hören wir uns mal an. Ich drücke also ein C3 und es werden manchmal andere Cs gespielt. Es geht also nur um Oktavsprünge. Es werden nicht andere Töne gespielt, sondern manchmal eben nur andere Oktaven. So, wir merken, wenn ich jetzt das C spiele und immer wieder spiele, es ist immer dasselbe Pattern. Jetzt habe ich vor mir aber die Matrix mit 8x8 Zellen und jetzt kann ich mir in der ersten Zeile, wo ganz rechts das C3 angezeigt wird, aussuchen, dass ich ein anderes von diesen 8 Pattern auswähle. Und wir hören uns mal alle 8 Pattern an. Wir fangen mit dem ersten an. Ich gebe zu, das haut einen jetzt noch nicht so vom Hocker, aber die Library ist dafür da, mehrere Tasten zu drücken und nicht nur eine. Wie bei Evo Grid oder den anderen Libraries von Spitfire Audio, die mit Evo Grid arbeiten, haben wir hier auch die Möglichkeit, dass wir eine ganze Spalte gleich auswählen. Und das mache ich mal. Ich habe jetzt hier in den ersten vier Spalten überall dasselbe Pattern und spiel mal einen Akkord. Und ein anderes Pattern. Das ist schön, aber noch nicht wirklich etwas Besonderes. Und deswegen möchte ich jetzt, dass die Matrix Zufallswerte erhält und jetzt ist überall ein anderes Pattern ausgewählt. Thank you.
Also das klingt schon mal ganz anders, wunderschön. Wir können sehen, dass die einzelnen Stimmen, die ich spiele, also die drei Töne des Akkordes, auf die ersten drei Zeilen aufgeteilt werden. Und in jeder Zeile wird das ausgewählte Pattern gespielt. Und jetzt könnte man ja meinen, ja, aber super, das klingt ja dann auch jedes Mal gleich, weil ja dann immer pro Stimme dasselbe Pattern abgespielt wird. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich spiele diese Tasten, diese drei A, C, E, eben nicht gleichzeitig, sondern ganz kurz nacheinander. Und dadurch wird die Zuteilung bzw. Reihenfolge geändert und damit auch die Pattern, die abgespielt werden. Und alleine damit kann man schon unglaublich schön spielen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Raffinesse, und zwar Random Time oder Randomized Time. Da wird nach einer festgelegten Zeit, das können wir einstellen in Sekunden oder Schlägen, jedes Mal jeder Zeile ein neues Pattern zugeordnet. Also wir haben in der ganzen Matrix Zufallswerte. Und das natürlich die ganze Zeit, das sorgt für ziemlich viel Abwechslung. Ich aktiviere es mal und spiele ein bisschen rum. Und wir werden sehen, dass das woanders noch viel, viel cooler ist. Hier ist das deswegen schon ziemlich schön, weil die Rhythmic Waves eigentlich einen Anfang und ein Ende haben. Und dadurch, dass wir Randomize einschalten, haben wir kein Ende mehr, sondern es fließt immer weiter und immer weiter. Bevor wir uns weiter Sounds anhören, gucken wir uns die restlichen Controller an. Ich gehe hier auf der rechten Seite in die Mitte. Und zuerst sehen wir die Polyphonie, die kann ich auf Minimum 1 setzen und maximal 8. Als nächstes haben wir Attack und Release, was hier wirklich Sinn macht. Hätte ich zuerst nicht gedacht, aber es macht wirklich Sinn. Es ist schön, dass man einen Sound spielt und der dann wirklich sehr, sehr schnell aufhören kann. Und nicht wirklich komplett ausspielt. Als nächstes können wir das Stereo-Image noch ein bisschen reduzieren. Und dann gibt es hier eine sehr schöne Möglichkeit, nämlich Piano-Overlay. Normalerweise fängt der Klang jetzt doch sehr, sehr soft an bei den Rhythmic Waves. Startet dann, hat ein Crescendo, wieder ein Decrescendo und geht dann weg. Ich spiele es nochmal einen Akkord an. Und jetzt können wir wirklich nochmal normale Piano-Sounds drüberlegen. Das heißt, dass dieser erste Akkord auch wirklich angeschlagen wird. Ich mache es nochmal ohne. Und mit. Dann haben wir das Randomize-Menü. Da haben wir die Möglichkeit, jeder Zeile einmalig ein Zufallspattern zuzuweisen. Und unten drunter, wie eben schon gezeigt, Randomized Time, wo wir nach einer gewissen Zeit oder Anzahl von Schlägen immer wieder neue Zufallspattern auswählen können. Und hier unten bei Sync to BPM
wähle ich eben aus, ob das Beats sind oder Sekunden. Das dritte Menü sind die Quick Effects. Hier haben wir 4 Drehregler. Und es sieht erstmal so aus, als hätten wir ein Reverb, ein Delay, Filter und Tape Saturation. In der Tat gibt es aber mehr und das ist frei konfigurierbar. Ich gehe mal in das nächste Menü. Hier haben wir nämlich die Effekte. Und jetzt können wir hier sehen, dass es 5 Effekte gibt, nämlich den Chorus noch obendrauf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, schade, dass wir den hier nicht zur Verfügung haben. Ich habe aber herausgefunden, was gar nicht in der Anleitung steht, dass man das frei zuweisen kann. Wenn ich hier auf den Chorus klicke, dann steht unter dem Chorus A, B, C, D. Und wenn ich jetzt auf D klicke, dann bin ich jetzt rechts bei den Quick Effects und der vierte Regler, Regler D, ist nicht mehr Tape Saturation, sondern der Chorus. Es kommt aber noch besser, wenn ich jetzt sage, ich möchte beim Chorus die Geschwindigkeit ändern und nicht den Chorus an sich, dann klicke ich bei den Effekten auf den Chorus. Unten habe ich jetzt die 3 Regler Death, Speed und Phase. Klicke hier auf Speed drauf. Kann die Geschwindigkeit natürlich einstellen, aber wenn ich hier jetzt auf D klicke, dann habe ich bei den Quick Effects den 4. Regler D nicht mehr normal mit Chorus, sondern da regel ich dann Chorus Speed. Und das ist natürlich echt schön. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte mir für das Delay hier alles anlegen. Das Delay ist auf A, Time, auf B, Feedback, auf C und Damping auf D. Und dann habe ich sogar die Möglichkeit, das ganze Delay hier in den Quick Effects fernzusteuern. Sehr schön gelöst. Was mir auch gut gefällt, dass wir bei dem Convolution Reverb nicht einfach nur irgendwelche Reverbs haben. Und jetzt gucken wir uns mal Megamorph an. Jetzt schauen wir mal bei Chaos rein. Jetzt hören wir erstmal in das zweite Patch Rhythmic Attacks rein. Hier hören wir auch den Unterschied zu den Waves. Die Waves, die fangen langsam an, haben ein Crescendo und dann ein Decrescendo. Attack fängt wirklich voll an und hat dann ein Decrescendo. Das dritte Patch heißt Looped Rhythms. Ja, das könnte jetzt endlos so weitergehen und im Gegensatz zu den Waves und Attack, die ja wirklich einen Anfang und ein Ende haben, aber natürlich über die Randomize-Funktion trotzdem endlos weiterlaufen könnten, sind hier wirklich Rhythmen, die geloopt sind. Was ich total schön finde, ist, dass man hier diese Anschlagsgeräusche, dieses Klappern hören kann. Musik
Bisher konnte ich in jeder Zeile ja nur eine von 8 Zellen auswählen, also eines von 8 Pattern. Hier ist das Ganze anders. Ich habe nämlich die Möglichkeit, 2 Pattern auszuwählen. Und das mache ich, indem ich reinklicke und manchmal sehe ich einen Viertelkreis. Und wenn ich nochmal auf die Zelle klicke, dann ist es ein Halbkreis. Und wir hören uns mal die beiden Varianten an. Zuerst der Viertelkreis. Und der halbe Kreis. Und das heißt, wenn ich jetzt mit den Zufällen wieder arbeite, dann habe ich natürlich nochmal die doppelte Anzahl an Möglichkeiten, dass wir verschiedene Pattern ausgewählt haben. Ich wähle hier die Zufallsfunktion an, wähle Evolve Time. Das heißt, jetzt bleiben die Pattern ausgewählt. In jeder Zeile bleibt die Auswahl bestehen, also welche von diesen 8 Zellen jetzt ausgewählt ist. Jetzt wird einfach nur immer ausgewählt, ob wir jetzt ein Viertel oder einen Halbkreis haben. Also das erste oder zweite Patch innerhalb der Auswahl. Das nächste Patch sind die Looped Rhythms und auch da hören wir erstmal rein. Wir haben hier im Gegensatz zu den Waves und Attacks wirklich geloopte Rhythmen. Bei Waves und Attack haben wir eigentlich Anfang und Ende. Wir können es zwar durch die Zufallsfunktion immer weiterlaufen lassen, aber bei den Loop Rhythms ist das ja wirklich vorgesehen und das sind wirkliche Loops. Und es gibt pro Zelle nicht ein Pattern, sondern 2. Wenn ich ein zweites Mal in die Zelle reinklicke, dann ändert sich die kleine Darstellung da drin von dem Viertelkreis auf einen Halbkreis. Und dann habe ich das zweite Pattern innerhalb einer Zelle ausgewählt. Wir hören uns mal bei C3 die verschiedenen an. Und das zweite. Abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich noch mehr Möglichkeiten habe, mir meine Wunschpattern zusammenzustellen, habe ich bei Randomize noch mehr Möglichkeiten. Jetzt gibt es nämlich noch die Zufallsfunktion Evolve Time. Wenn ich jetzt auf Randomize gehe und Evolve Time auswähle, dann wird nach einem festgelegten Zeitpunkt in jeder Zelle immer ausgewählt, ob ich jetzt den Viertel- oder Halbkreis nehme. Spitfire Audio hat das auch Achtel und Sechzehntel genannt und das ist wirklich alles. Das probieren wir auch mal aus. So, und wenn ich jetzt natürlich Randomize Time anwähle, dann habe ich noch viel mehr Zufall. Thank you.
Das vierte Piano-Patch in dieser Runde sind die Swarms und da hören wir auch mal mit einem einzigen Ton rein. Hier können wir auch auswählen, ob das Ganze als Loop läuft oder One-Shot. Es gibt aber noch viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Bisher hatten wir in jeder Zelle ja meistens nur die Möglichkeit, eine Zelle auszuwählen. Bei den Rhythms konnten wir sogar den Viertel- oder Halbkreis auswählen, also zwei Varianten oder zwei Versionen pro Zelle. In dem Fall hieß das sogar Achtel oder Sechzehntel. Das können wir gleich in anderen Ordnern sehen. Und die haben wir pro Zelle sogar fünf Möglichkeiten. Wir haben zuerst den Viertelkreis, den Halbkreis, Dreiviertelkreis, vollen Kreis und das Quadrat. Und wir hören mal in der ersten Zelle rein, wie das klingt mit dem C. Und ich fange mit dem Viertelkreis an. Halbkreis. Dreiviertelkreis. Vollkreis. Und das Quadrat. Also vom Rhythmus ist das sehr, sehr ähnlich, nur die Tasten, die angeschlagen werden, die sind dann leicht andere. Und jetzt gehe ich hier wieder auf Randomize, könnte wieder Evolve Time nehmen. Ja, und jetzt wird überall einfach nur in jedem Slot eine von diesen fünf Versionen ausgewählt. Aber jetzt nutze ich ja überall wieder nur die erste Spalte. Das ist ein bisschen langweilig und deswegen wähle ich Randomize Time aus. Bei Randomize finde ich es sehr schön, mit längeren Werten zu spielen. Ich bin jetzt bei den Attacks, die einen Anfang und ein Ende haben und mache das zuerst mal ohne Randomize. Also da hören wir sehr schön den Ausklang. Wenn ich jetzt Randomize auf 4 Sekunden setze, dann passiert Folgendes. Man kann dann wunderbar hören, wie die Sounds ineinander übergeblendet werden. Und wenn ich jetzt die Zeit nochmal höher stelle auf 7 Sekunden,
dann ist es wirklich schön, wenn ich hier diesen Übergang habe. Dieses Überblenden klingt sehr toll. Und da nutze ich gerne den Attack-Regler, den ich vorhin erwähnt hatte, dass ich hier einen neuen Ton, den ich anschlage, nicht mehr wirklich komplett höre, damit wir hier bei diesem Weichen bleiben. Und das heißt, am Anfang habe ich Attack unten und ziehe Attack dann nachher nach oben, dass alle anderen folgenden Sounds wirklich nur noch weich eingeblendet werden und sich an dieses Weiche auch anpassen. Es gibt noch einen kleinen Bonus. Wer die Pianos einzeln spielen möchte, geht in den Advanced-Ordner Pianos und hat hier Piano Left und Piano Right. Das ist mir klar, eins links, eins rechts. Woher das mittlere Piano kommt, ist nicht klar. Wir hören zuerst in das linke rein und dann in das rechte. Und natürlich kann ich auch beide gleichzeitig spielen. Aber hier ist auch mein erster Kritikpunkt und es ist ein ziemlich großer. Anscheinend sind hier bei diesen Pianos nicht verschiedene Velocity Layer aufgenommen worden, sondern nur eins. Die Velocity regelt zwar ein bisschen die Lautstärke, aber egal wie fest ich anschlage, es klingt immer unglaublich soft. Und ja, ich weiß, dass es von Olaf Arnolds ein Piano zu kaufen gibt oder eben noch andere, aber das finde ich schon ein bisschen schade. Dazu kommt auch, dass alle Samples in den 4 Piano Matrix Patches wirklich nur eine Velocity haben. Ich kann zwar ein bisschen mit dem Modfill hier rumspielen, aber es wird wirklich nur leiser und lauter. Und da wäre es wirklich schön gewesen, wenn wir hier mindestens 3 Velocity Layer gehabt hätten, dass sich im Klang wirklich was tut, dass das Klavier ein bisschen brillanter ist und dann wieder ein bisschen softer. Da hätte man noch ein bisschen mehr einfach mit dem Klang machen und spielen können. Olaf Fuhr hat uns aber nicht nur Pianos aufgenommen, sondern auch seinen Synthesizer Korg PS3100. Und auch hier wähle ich jetzt mal Randomize Time aus. Unglaublich schöner, weicher Sound, der gleichzeitig an den Olaf Arnold Sound erinnert, aber auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, man muss einer der Ersten sein, der das Ding benutzt, bevor er bald
überall zu hören ist. Bei den Swarms kommt der Sound aus dem Juno 60. Und hier hat jede Zelle zwar denselben Sound, aber immer einen leicht anderen Verlauf, was das Filter angeht. Und immer noch die Tonhöhen. Und wenn ich jetzt einen Akkord spiele, dann bleibt er nicht einfach liegen wie bei einem normalen Pad, das könnte man auf den ersten Blick meinen, sondern da passiert trotzdem sehr, sehr viel in diesem Klang. Und wir haben zwei Looped Rhythm Shorts, das heißt noch zwei weitere Synthesizer Sounds. In dem Advanced-Ordner gibt es die einzelnen Pattern auch nochmal einzeln. Jetzt gehe ich auf die Attacks und wähle mir mal die 16. aus. Das heißt, jetzt bin ich auch nicht mehr auf die Polyphonie von 8 begrenzt, habe hier wesentlich einfacher Zugriff auf das Ganze. Und genauso wie in der Matrix sind die auch hier immer an das Tempo gebunden. Also wir haben die Time Machine. Und das ist ganz schön, wenn man wirklich extremere Werte nutzt. Jetzt bin ich auf 120 BPM. Ich stelle das Ganze mal um auf 240. Ich gehe mal auf die 300 und jetzt fehlt mir irgendwie ein bisschen der Bass. Da nehme ich jetzt mal dasselbe Patch, nehme das jetzt einfach eine Oktave tiefer über den Tune-Regler. Sehr schön wäre, wenn ich die verschiedenen Patches über Key-Switches ansteuern könnte. Das geht hier offiziell nicht, aber es gibt den Umweg, dass ich mir das einfach auf verschiedene MIDI-Kanäle lege und über die Expression Maps in Cubase ansteuere. Zum Schluss gibt es noch den Warps-Ordner mit 35 Patches. Die wurden teilweise aus Synthesizern oder den Pianos erstellt und sehr extrem bearbeitet. Die Oberfläche sieht genauso aus wie bei den Klavieren. Wir haben hier Low-Pass- und High-Pass-Filter. Dann können wir noch Wobbles nehmen. Das sind also LFOs auf Volume, Pitch und Filter. Und unten haben wir noch die Möglichkeit, einen Equalizer einzuschalten. Low-Pass-Filter, Chorus, Delay, Reverb, Twang, Convolution Reverb und Phaser.
und ich spiele mal von diese 35 meine 12 Favoriten an. So schön diese Sounds auch sind, genauso schade finde ich es, dass Velocity nirgendwo eine Rolle spielt. Also ich kann so laut und leise spielen, wie ich möchte. Es klingt immer gleich. Und das finde ich in der heutigen Zeit absolut nicht mehr zeitgemäß. Bei den Pads, da könnte man sich noch helfen, indem ich mit Expression arbeite, mit Filtern und so weiter. Aber bei perkussiven Sounds, ich habe hier zum Beispiel den Sound Midtown Mall. Ist immer gleich und ich wollte eigentlich immer so eine Art Echo haben, dass ich den Sound zweimal anschlage, beim zweiten Mal eben etwas weniger. Und ich habe mir jetzt geholfen mit dem Soundtoys Echo Boy. Habe das Delay auf halbe gestellt, Cheap Tape, etwas Saturation reingefahren, Low Cut, damit der zweite Sound eben nicht mehr ganz so viele Bässe hat. Und ja, so klingt der Sound jetzt. Und ich kann auch nicht mal in die Patches eingreifen und diese programmieren, weil diese jetzt so umgestaltet wurden, dass ich noch nicht mal in die einzelnen Gruppen reingehen kann, also in das Contact-Patch und da selber das Ganze anpassen kann. Und das wäre toll, wenn das jetzt noch dringend nachgereicht wird. Mein Fazit? Olafur Arnold Stratus ist nicht einfach eine weitere Piano-Library, und hat nicht einfach nur irgendeinen Arpeggiator eingebaut, sondern hat einen unglaublich weichen Sound und dieses Perlende kann man nicht einfach irgendwie selber hinkriegen. Wenn, dann bräuchte man da unglaublich viel Vorbereitung und hier ist das Ganze wirklich so aufbereitet, dass man diese Sounds spielen kann, was wirklich sehr, sehr inspirierend ist.
die Zufallsfunktion hier drin ist wirklich der Hammer und es macht unglaublich viel Sinn, dass dieser Zufall immer wieder neu gestartet wird und man nicht einfach einen Zufallssound hat, sondern immer wieder neue Pattern ausgewählt werden und das bringt das Ganze wieder neu ins Rollen. Sehr schön klingen auch die ganzen Synthesizer-Sounds, das sind die 4 Sounds aus der Synth-Matrix, aber auch die 35 Warp-Patches. Allerdings haben die 4 Matrix-Sounds einen sehr hohen Wiedererkennungswert und werden sich wahrscheinlich bald wiederholen. Ich denke, da kann man die relativ selten benutzen, so ähnlich wie mit den Stylus RMX-Loops. Es gibt nur ein Manko für mich, was aber wirklich sehr, sehr groß und schwerwiegend ist. Und das ist die fehlende Unterstützung von Velocity bei allen Patches. Ich kann teilweise mit dem Mod-Wheel etwas machen, aber wenn ich perkussive Sounds spielen möchte, dann ist das für mich eigentlich nicht mehr spielbar. Und bei den Klavieren hätte ich mir auch gewünscht, dass ich nicht einfach mit dem Mod-Wheel die Klaviere leiser und lauter machen kann, sondern dass diese auch wirklich in verschiedenen Velocities mindestens 3 aufgenommen worden wären. Denn dann hätte man noch viel, viel mehr Dynamik und Vielfalt rausholen können. Ich bin aber überrascht und freue mich gleichzeitig, dass Olafur so viel von seinem eigenen Sound freigibt und ich dadurch eine neue Klangplatte zur Verfügung habe.